Ahnung. Als regional verwurzelte Finanzinstitute bleiben Sparkassen in Zeiten der Corona-Krise ein Fels in der Brandung, selbst wenn hier und da Filialen vorübergehend schließen mussten. Wir haben uns in Parchim umgeschaut. Die Sparkasse Parchim-Lübs ist nach wie vor mit ihrer gesamten Angebotspalette für die Kunden da. Dies versicherte uns der Vorstandsvorsitzende Joachim Ziegler und fügte hinzu, Corona-Krise ist nicht unbedingt gleich Finanzkrise. Also wir haben in Absprache mit dem Landratsamt nur 3 Filialen geöffnet zurzeit. Das ist Parchim Weststadt, Lübz und Sternberg. Die haben aber auch zu den üblichen Zeiten auf, wie es die Kunden gewohnt sind. Und da wird auch mehr oder weniger das volle Angebot dargestellt, also Service, Beratung, was der Kunde auch gewohnt ist. Es haben in allen Geschäftsstellen die SB-Bereiche, also die Selbstbedienungszonen, geöffnet. Also das heißt, die Versorgung mit Bargeld, das ist alles uneingeschränkt möglich. Auch die Geschäftsstellen, die zurzeit nicht geöffnet haben für den Publikumsverkehr, sind aber besetzt. Das heißt, individuelle Kundentermine sind natürlich auch dort nach vorheriger telefonischer Absprache möglich. Es gibt auch weitere gute Nachrichten. Ab sofort können bei allen Sparkassen im Lande die von der Bundesregierung zugesicherten Notkredite für Unternehmen beantragt werden. Das Prozedere wird maximal unbürokratisch gestaltet. Das Personal ist gut geschult. Die Gelder können schon sehr schnell fließen. Hier ist es wichtig, dass die Kunden die notwendigen Unterlagen mitbringen. Jahresabschluss 2018, am besten zumindest schon mal eine Auswertung für das Jahr 2019. Nach Möglichkeiten Liquiditätsplan, dann werden die Anträge bei uns sofort elektronisch erfasst und weitergeleitet. Wir hoffen, dass wir hier innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Tage dann auch bereits die entsprechenden Zusagen haben. Und dann können wir auch die Auszahlungen vornehmen. Wie auch andere Sparkassen gehört die Sparkasse Parchim-Lübs seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Förderern des ehrenamtlichen Engagements in der Region. Vor der Corona-Krise wurde in Parchim viel Wert auf Sport gelegt. Jetzt geht es der Kreditanstalt vor allem um die Soforthilfen für die Träger sozialer Leistungen. Ohne den Rettungsschirm vom Bund stehen viele Vereine nämlich vor dem Aus. Also es ist ja in der Tat so, dass der ein oder andere schon in eine gewisse Notsituation geraten ist. Zum Beispiel hier die Parchimer Tafel, die wir jetzt doch unterstützt haben, dass der Geschäftsbetrieb erstmal aufrechterhalten werden kann. Und ich denke mal, es wird hier auch weitere Anfragen geben. Und wir versuchen das natürlich nach Möglichkeit im Sinne der Betroffenen auch zu regeln. Kann die Corona-Krise eventuell doch zur globalen Finanzkrise werden? Wie die meisten seriösen Experten heute, ist auch Joachim Ziegler nicht bereit, langfristige Prognosen abzugeben. Doch eine Tendenz zeichnet sich mittlerweile deutlich ab. Kunden kaufen bei der Sparkasse zunehmend mehr Gold. Macht es nun tatsächlich Sinn, eigene Ersparnisse in das Edelmetall umzuwandeln? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich direkt Edelmetalle kaufen, wobei wir im Moment eine sehr, sehr hohe Nachfrage verzeichnen. Das ist momentan von der Lieferung nicht einfach. Wir haben seit geraumer Zeit sogenannte Goldsparpläne im Einsatz. Die laufen auch sehr gut. Diese Goldbestände sind auch in physischer Form vorhanden und können an die Kunden jederzeit ausgeliefert werden. Und es können natürlich auch für die wertpapieraffinen Kunden Zertifikate erworben werden am Kapitalmarkt, die dann aber auch einen Anspruch auf eine physische Auslieferung von Gold verbriefen. Fest steht letzten Endes nur das eine. Bei der Sparkasse hat sich im Großen und Ganzen noch nichts geändert. Und das ist vielleicht auch die beste Nachricht des Tages.